Good afternoon in the afternoon oder vielleicht auch good morning oder good evening, je nachdem, wann du dir dieses Video anschaust. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig, dass du ja diese Reihe mit mir ein bisschen durchleben möchtest, wenn es darum geht, interaktive Tools für den Unterricht zu finden, zu gestalten und natürlich dann auch in die Schule, in die Bildungslandschaft rauszutragen. Und heute in dieser Folge, da lass uns doch mal ein bisschen den Blick darauf werfen, wie wir eigentlich analoge Materialien mit digitalen Lerninhalten verknüpfen können. Warum ist das so wichtig und so interessant? Naja, ich glaube persönlich, dass Digitalisierung und all das, was damit zusammenhängt, so viel mehr ist als nur eine Transformation des Analogen in den digitalen Kontext. Und da draußen gibt es so viele Möglichkeiten, digitale Lerninhalte zu finden und auch zu benutzen, dass wir ja quasi als Lehrkräfte aufgefordert sind, das auch in unseren Unterricht zu integrieren. Und Frage an dich, vielleicht kennst du ja auch schon die ein oder andere tolle Plattform, das ein oder andere tolle Tool, die ein oder andere tolle Möglichkeit, deinen Unterricht ein bisschen digital zu gestalten. Und wenn du das kennst, dann noch eine Frage an dich, nämlich, wie gelingt es dir, diese digitalen Lerninhalte jetzt an deine Schülerinnen und Schüler zu verteilen, sie mit ihnen zu teilen, ihnen auch zugänglich zu machen? Ganz häufig merken wir und sagen wir, hey, es liegt vielleicht an der Ausstattung, es ist vielleicht an den Möglichkeiten, dass das noch gar nicht so machbar ist. Und ich möchte dir in dieser heutigen Folge gerne drei super Sachen zeigen, drei Tools, drei Geheimnisse, wie du ganz, ganz leicht mit ganz geringem Aufwand und mit großartigem Effekt deine analogen Materialien mit digitalen Inhalten verknüpfen kannst. Und wenn ich sage ganz, ganz leicht, dann meine ich das auch so, weil es geht darum, dass Digitalisierung eben auch Spaß macht, dass Digitalisierung Freude macht, dass es leicht ist und auch unsere Arbeit ein wenig erleichtert und gleichzeitig die Schülerinnen und Schüler da abholt, wo sie sind, nämlich in dieser digitalen Welt. Und ich würde ganz gerne die heutige Folge ein bisschen aufziehen an einem Mathematikunterricht. Und warum mache ich das? Also ganz ehrlich, ich bin in Mathe ganz, ganz schlecht. Ich habe mit 30 von meinen Eltern erzählt bekommen, hey Sebastian, du hast nicht nur ein subjektives Empfinden, dass du Mathe nicht gut kannst, sondern du hast Dyskalkulie. Und ich habe immer gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein, jetzt brauche ich 30 Jahre, um das festzustellen. Und von daher werden wir heute mal ein bisschen über Mathematikunterricht sprechen, natürlich mit so einem kleinen Augenzwinkern und daran ein Beispiel kreieren. Und eins meiner Themen, die ich bis heute wirklich, also kein Scherz, wirklich nicht gut kann, ist das Thema Bruchrechnung. Also es fällt mir super schwer. Natürlich weiß ich, was Brüche sind, aber ich kann nicht so gut Brüche addieren, subtrahieren und so weiter. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt in der Schule, dass deine Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten mit genau diesem Thema haben. Und jetzt bist du hingegangen und du machst einen klassischen Unterrichtsaufbau mit einem Unterrichtseinstieg, mit einer Erarbeitung und einer Sicherung. So das ganz Klassische im Unterricht. Und in der Erarbeitung, im Einstieg, da bist du als Lehrkraft vielleicht vorne, erklärst etwas, führst deine Schülerinnen und Schüler irgendwo hin und dann kommt der Aufgabenteil. Und ganz häufig machen wir das ja in der Schule so, dass wir im Aufgabenteil dann das hier benutzen. Ein Arbeitsblatt mit Aufgaben, in diesem Fall mit Mathematikaufgaben, die der Schüler dann entsprechend üben muss. Dann kann er sein Wissen ein bisschen vertiefen, anwenden und so weiter. Und in der Sicherung überprüfen wir, hey, wie ist das denn gelaufen? Und gegen diesen Dreischritt ist ja auch überhaupt nichts einzuwenden. Nur lass uns heute doch mal diesen Dreischritt ein bisschen digitalisieren, ein bisschen aufpeppen, ein bisschen, ich sage immer gerne, schön machen. Schön machen für deine Schülerinnen und Schüler und natürlich auch für dich, weil es macht ja auch für dich Spaß, wenn du siehst, hey, ich hole meine Schülerinnen und Schüler da ab, wo sie sind. Und lass uns doch noch mal anfangen beim Unterrichtseinstieg. Der Unterrichtseinstieg, wo du als Lehrkraft vorne stehst. Und natürlich, das ist jetzt gerade hypothetisch gesprochen, aber häufig ist das ja so. Und lass uns doch mal diesen Unterrichtseinstieg jetzt mit Hilfe von beispielsweise einem Lernvideo, was du gefunden hast, kreieren. Also du bist im Internet hingegangen und hast ein tolles Lernvideo, ein Erklärvideo gefunden.
Auch dafür gibt es ja verschiedenste Plattformen, auch in den anderen Reihen. Lohnt es sich da nochmal so ein bisschen reinzuhören? Wo finde ich eigentlich so kostenlosen Content? Wo kann ich Material finden? Und jetzt hast du ein tolles Video gefunden, wo in das Thema Bruchrechnung eingeführt wird. Oder du hast vielleicht ein eigenes Video erstellt und dieses irgendwo jetzt abgespeichert und möchtest es deinen Schülerinnen und Schülern zugänglich machen. Was machst du? Also nehmen wir mal eine bekannte Videoplattform, die es ja im Internet gibt. Wenn du mal dort auf die Seiten gehst und du klickst ein einzelnes Video an, dann wirst du feststellen, der Link dazu, also die URL, die oben in der Adresszeile steht, die ist echt ganz schön lang und gleichzeitig auch ganz schön kompliziert abzutippen. Also da gibt es dann eine Endung .com/ und dann geht's los. Buchstaben, Zahlen, alles durcheinander. Und Frage an dich, wer von deinen Schülerinnen und Schülern und vielleicht auch von deinen Kolleginnen und Kollegen bekommt es im ersten Schritt hin, diese lange Linkreihe ohne Fehler korrekt abzutippen, wenn du die jetzt auf genau diesem Arbeitsblatt mit den digitalen, analogen Aufgaben ablegen würdest. Und was machen wir jetzt also? Ganz einfach. Wir gehen hin und kürzen diesen langen Link, den es bei den Videoplattformen oder auch sonst wo gibt, in einen ganz kurzen, merkbaren und gleichzeitig gut eingebbaren Link. Und dafür schalte ich jetzt aber meinen Bildschirm frei. Wir schauen uns dazu nämlich ein Tool mal an. Eins meiner absoluten Lieblingstools, kann man sagen. Das benutze ich schon seit 10 Jahren im Unterricht. Da ist es. Und du findest es auf der Website www.t1p.de. Du hörst es schon an der Endung. Es handelt sich um eine deutsche Seite von einem deutschen Anbieter. Das Tool ist komplett kostenlos. Es ist keine Notwendigkeit der Registrierung. Du musst dich da nicht anmelden. Deine Schülerinnen und Schüler müssen sich da nicht anmelden. Es ist alles kostenlos und super easy zu handeln. Und was machst du jetzt? Also du gehst jetzt hier auf dieser Seite hin. Ich zoome noch mal ein bisschen näher rein. Dann kann man es noch ein bisschen sehen. Auf der Seite t1p.de. Als allererstes brauchen wir jetzt den Ursprungslink, also den Link, den wir uns kürzer machen wollen. Und hier auf der Seite ist als Beispiel mal angegeben ein Link zur Plattform Wikipedia. Da könntest du jetzt auch was ganz anderes stehen. Da könntest du jetzt irgendwas eingeben, was auch immer dir, vielleicht deine Schulseite, das Video, also was auch immer, gib da einfach einen langen Link ein. Ich mache das jetzt hier nochmal, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und jetzt kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen, die gleichzeitig mit der Kürzung des Links passieren. Und dafür scrollen wir mal ein bisschen weiter runter. Und du siehst hier, es gibt ein paar anklickbare Felder. Als allererstes musst du logischerweise dem Programm jetzt sagen, hey, wohin soll ich denn diesen Link jetzt einkürzen? Und das Coole an der Website ist, sie macht einfach alle Links zu www.t1p.de/. Und jetzt darfst du dir irgendwas überlegen, wohin, welche Adresse möchtest du dort eingeben? Und wir haben ja gesagt, Thema Bruchrechnung ist heute an der Reihe. Also gibst du einfach mal als Beispiel Thema Bruchrechnung ein. Also t1p.de/Bruchrechnung. Und rechts daneben kannst du auf Verfügbarkeit prüfen und feststellen, hey, dieser Link ist jetzt schon von jemandem besetzt. Und dann guckst du, vielleicht gibt es aber noch Bruchrechnen. Hey, ja, diesen Link gibt es in diesem Fall. Das würde bedeuten, in Zukunft, wenn der Schüler jetzt an seinem Endgerät, am Computer, wo auch immer, eingeben würde, t1p.de/Bruchrechnen, dann würde er zu dem Link kommen, der da oben in dem Feld drin steht. Doch nicht nur das, du kannst noch mehr einstellen. Du könntest auch hingehen und sagen, hey, ich möchte gerne meinen Link noch zusätzlich durch ein Passwort schützen. Das heißt, nicht jeder kann diese Seite aufrufen, sondern nur, wenn ich das Passwort habe. Oder du könntest hingehen und sagen, ich möchte den Zeitraum, in dem dieser neue Link, also diese Weiterleitung, weil das ist es ja letztlich, in dem diese Weiterleitung aufgerufen werden kann, den könntest du auch beschränken. Dann kannst du auch noch festlegen, wie viel und wie oft dieser Link aufgerufen werden kann. Du kannst einstellen, dass automatisch verhindert wird, dass im Internet gespeichert wird, von welcher Website der Schüler vorher kam, die Schülerin vorher kam. Und du siehst, das ist eine ganz große Bandbreite. Mit ein paar kleinen Klicks kannst du eine ganze Menge hinbekommen.
Und wenn du jetzt fertig bist, dann klickst du einfach oben auf Link kürzen. Und in dem Moment, wo du das machst, ist die Weiterleitung erstellt. Und du könntest jetzt auf deinem Arbeitsblatt oben hinschreiben: Lieber Schüler, bevor du dich mit den Aufgaben beschäftigst, gibst du bitte erst einmal www.t1p.de ein/bruchrechnen und schaust dir das Video an, was ich entweder selbst gestaltet habe oder aber was ich im Internet gefunden habe, und beschäftigst dich mal, du guckst dir mal diese Einführung an, beschäftigst dich damit, was ist eigentlich Bruchrechnung und so weiter. Und im zweiten Schritt würde der Schüler dann hingehen und entsprechend die Aufgaben sich erarbeiten, sein Wissen vertiefen, anwenden und so weiter. Vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe gerade eine Sache ausgelassen. Und das natürlich ein bisschen bewusst. Unten gibt es nämlich auch die Möglichkeit, gleichzeitig mit der Linkkürzung so, einen QR-Code zu erzeugen. Und dieser QR-Code, den kennst du vielleicht auch, das sind diese kleinen, ja, pixelig aussehenden Grafiken, die du ganz, ganz easy mit deinem Smartphone scannen kannst. In der Regel neuere Smartphones brauchen nicht mal mehr eine spezielle App dafür. Es reicht, wenn man ganz einfach die Kamera anmacht tatsächlich. Und in der Kamera drin ist ein integrierter QR-Code-Leser. Also bei den neueren Smartphones, bei den neueren Tablets ist das der Fall. Und wenn du jetzt dich dafür entscheiden solltest, hier direkt über T1P den QR-Code zu erzeugen, dann klickst du halt hier vorne an. Ja, möchte ich gerne. Klickst hier vorne auf Link kürzen. Der Link wird klein gemacht. Und gleichzeitig wird auf deinem Computer, wahrscheinlich im Ordner Downloads, je nachdem, wie du das eingestellt hast, der QR-Code als Bilddatei abgelegt. Und du gehst jetzt hin, nimmst wieder dein Arbeitsblatt und sagst: Okay, lieber Schüler, entweder gibst du diese Adresse ein, t1p.de/bruchrechnen, oder du nimmst einfach dein Endgerät, scannst es mit der Kamera und landest dann auch automatisch auf der Website. Ganz, ganz einfach. Damit hast du den Zugang zu einem digitalen Inhalt ganz, ganz leicht gemacht. Der Schüler muss keine lange URL-Reihe mehr eingeben, sondern gelangt eben direkt zu den Inhalten im Internet. Und das Schöne ist, das kannst du natürlich jetzt nicht nur machen zur Einführung. Also du kannst natürlich nur zur Einführung das Video machen, machst dann die Aufgaben wieder analog. Aber viel, viel spannender ist es doch, ja, dieses ganze Konzept Thema Bruchrechnung ein bisschen zu digitalisieren, ein bisschen aufzupeppen. Was du also machen könntest, wäre: Nach der Einführung in dieses Thema gehst du hin und sagst: Okay, du hast natürlich die Möglichkeit, die Aufgaben auf diesem Arbeitsblatt analog zu machen. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch noch. Vielleicht hast du das selbst auch erlebt. Gerade jetzt in Zeiten von Schulschließungen. Da gehst du hin, du lädst dein Arbeitsblatt hoch. Der Schüler lädt es runter. Er füllt es analog aus. Er scannt es, lädt es wieder hoch. Du lädst es wieder runter, um es dir dann anzuschauen, um eine entsprechende Rückmeldung zu geben. Und auch um diesen Prozess ein wenig zu digitalisieren, könntest du ja jetzt hingehen und sagen: Entweder machst du diese Aufgaben analog auf deinem Arbeitsblatt und als Ergänzung oder als Differenzierung, als Zusatzaufgabe zum weiteren vertiefenden Üben, legst du einen zusätzlichen QR-Code rechts, links, unten drunter, wo auch immer, neben diese Aufgaben, um dann zu sagen: Okay, du findest den gleichen Lerninhalt in einer anders aufbereiteten Art und Weise auch im Internet wieder. Und dann geht der Schüler hin und entscheidet sich jetzt selber: Mache ich die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt oder mache ich sie digital? Weil auch das ist ja das Spannende bei Lernen. Lernen funktioniert ja komplett unterschiedlich. Lernen ist ja total individuell und der eine arbeitet auf dem Arbeitsblatt besser und der andere arbeitet im digitalen Kontext viel, viel besser. Auf einer Plattform, wo es interaktive Lernaufgaben beispielsweise gibt. Und auch dazu wird es innerhalb dieser Reihe interaktive Tools nochmal eine separate Folge geben, wo wir uns genau damit beschäftigen. Bevor wir weitermachen, schließ doch mal für einen ganz kleinen Moment deine Augen. Mach das mal. Stell dir jetzt mal vor, du stehst so auf einer Blumenwiese. Riech mal die Umgebung.
Hör mal, was um dich rum ist. Vielleicht fühlst du auch was unter deinen Füßen. Wenn du jetzt deine Augen wieder aufmachst und ich dich frage, wie sah denn diese Blumenwiese bei dir aus? Dann möchte ich zu 99% wetten, dass du sagen wirst, grün, gelb, rot, blau, vielleicht auch bunt oder eine Mischung aus diesen Farben. Das Spannende ist, unser Gehirn denkt in Farbe. Unser Gehirn denkt in bunt. Wenn wir an eine Blumenwiese denken, dann können wir gar nicht in schwarz-weiß denken. Das macht unser Gehirn nicht. Unser Gehirn denkt eben in Farbe. Und hey, lass uns das doch nutzen. Lass uns unsere Schülerinnen und Schüler doch da abholen, wo sie auch sind. Lass uns lernen, ein bisschen bunt, ein bisschen schön machen. Weil ein Arbeitsblatt ist in der Regel so, wie es ist. Schwarz-weiß, gedruckt. Und es dann zu verknüpfen mit digitalen Inhalten, macht es direkt viel, viel peppiger, viel schöner. Und wenn dir das mit den QR-Codes gefällt, dann habe ich dazu noch zwei weitere Angebote für dich. Weil es gibt eine weitere Plattform, mit der du QR-Codes sehr, sehr personalisiert anbieten kannst und auch gestalten kannst. Diese zweite Plattform, die wir uns noch kurz anschauen wollen, ist die Seite qrcodemonkey.com. www.qrcode-monkey.com. Auch das ist wieder eine Seite von einem deutschen Anbieter. Keine Registrierung notwendig, komplett kostenlos. Es werden keine persönlichen Daten erhoben. Also auch das alles sauber und fein. Was kannst du auf dieser Seite machen? Auf dieser Seite kannst du jetzt hingehen und QR-Codes sehr, sehr personalisiert gestalten. Und wenn ich sage sehr, sehr personalisiert, dann ist das genauso gemeint. Also du brauchst natürlich auch hier wieder einen entsprechenden Link, den du kürzer machen willst. Und dann kannst du hingehen und sagen, hey, ich möchte gerne die Farben des QR-Codes, du siehst das hier schon auf der rechten Seite, die möchte ich noch ein bisschen anpassen. Dann kannst du einfach hier, vielleicht kennst du auch den Farbcode, du kannst die Farben entsprechend einfach anpassen. Du kannst eine Hintergrundfarbe einstellen. Du kannst ein Bild hochladen, was du dann im QR-Code platzierst. Du kannst das Design des QR-Codes noch ein wenig anpassen. Du kannst also entscheiden, wie soll eigentlich dieses pixelig aussehende, wie soll das nachher aussehen? Soll das so sein auf der linken Seite? Soll das eher rechteckig sein? Soll das gerade sein, rund und so weiter? Wir probieren einfach mal ein paar Sachen aus. Ich wähle einfach mal wahllos gerade etwas aus. Und wenn du die Dinge eingestellt hast, dann klickst du einfach auf der rechten Seite auf Create QR Code. Und schon verändert sich der QR Code, so wie du es gerade eingestellt hast. Und wir erinnern uns, wir haben ja gerade eingestellt bei den Farben, rote Hintergrundfarbe, grün sollen die Symbole sein. Deswegen sieht der QR Code jetzt so aus, wie er aussieht. Und dann kannst du ihn herunterladen. Und da empfehle ich dir auch, lad ihn, wie es hier auch vorgesehen ist, als PNG. Das ist ein Bildformat. Lad es dir als PNG-Datei herunter. Weil das ist ein Bildformat, was du jederzeit nochmal auf einem Arbeitsblatt, was du sowieso schon auf deinem Computer hast, ganz einfach einfügen kannst und dann hat es keinen Hintergrund. Es ist wirklich nur der QR-Code, den du dann entsprechend verschieben kannst. Und so kannst du also komplett einstellen, wie du zu dieser Website verlinken möchtest. Aber nicht nur das. Das Tolle ist bei QR-Codes, du kannst sogar auf dieser Seite hingehen, ich scroll mal ein bisschen ran, du kannst hingehen und kannst hinter dem QR-Code sogar einen Text verstecken. Ganz häufig höre ich nämlich das Argument, wir in der Schule haben kein WLAN, das ist manchmal instabil, das Internet läuft nicht so, ich kann auch vielleicht nicht die mobilen Daten meiner Schülerinnen und Schüler abgreifen. Dann ist das hier die Lösung. Denn hier, wenn du auf Text klickst, dann kannst du wirklich alles an Text eingeben, was du möchtest. Also beispielsweise, heute ist ein wunderschöner Tag. Da kannst du auch eine Frage verbergen. Du kannst eine Matheaufgabe wieder einbauen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sei da ein bisschen kreativ. Dann kannst du auch hier natürlich wieder die Farben einstellen. Und ja, auch hier wieder ein Bild einfügen. Klickst du jetzt auf der rechten Seite wieder auf Create QR Code, dann verändert sich logischerweise dieses Bild. Und du kannst es wieder herunterladen. Warum zeige ich dir dieses spezielle Beispiel? Weil ich das ganz, ganz toll finde. Selbst wenn du dein Smartphone jetzt im Flugmodus hast und trotzdem die Kamera anmachst
und dann einmal dieses Piktogramm, also den QR-Code, scannst, dann wirst du zu einem Inhalt gelangen, der dir trotzdem angezeigt wird, auch ohne Internetverbindung. Darüber hinaus kannst du natürlich noch im QR-Code eine E-Mail-Adresse ablegen, Telefonnummer ablegen, vielleicht spannend für den Erdkundeunterricht, Orte ablegen innerhalb der Stadt, wo du wohnst, die die Schüler vielleicht finden sollen. Direkte Links zu Videoplattformen. Du könntest sogar hingehen, den WLAN-Zugang bei dir privat zu Hause hinter dem QR-Code verstecken. Das heißt, wenn du das nächste Mal Besuch bekommst, dann lässt du einfach nur noch diesen QR-Code scannen. Also verschiedenste Möglichkeiten, mit QR-Codes zu arbeiten, online oder offline. Das ist eben das Highlight an der Stelle. Und du siehst auch, es ist völlig fächerunabhängig. Also es spielt gar keine Rolle, ob du das jetzt machst mit deinen Matheaufgaben und das ein bisschen digital aufpeppst oder ob du das mit Englisch machst, mit Erdkunde, mit Deutsch. Es ist ganz egal, weil Lerninhalte digitaler Art finden sich ja für alle Fächer. Da wirst du ja auch in den anderen Folgen noch viel mehr zu hören. Wie kann ich die finden? Wie kann ich die auch selbst gestalten? Und zum Abschluss zeige ich dir noch eine dritte Sache, wie du mit diesen QR-Codes was Cooles anstellen kannst. Auf der Plattform maledencode.de. www.mal-den-code.de. Auch diese Seite komplett kostenlos, ohne Registrierung, ohne Anmeldung. Und dort kannst du QR-Codes gestalten, die erst einmal angemalt werden müssen, um sie dann zu scannen. Wir machen das hier mal an einem Beispiel. Also du wählst in der Mitte aus, Code erstellen. Dann gibst du auch wieder eine Website ein, die du vielleicht hinter dem QR-Code verstecken möchtest. Und sagst dann, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ich möchte gerne den fertigen Code bekommen. Wenn du den fertigen Code hast, das ist ganz wichtig, weil den brauchst du nachher auch als Lösung. Das andere ist aber, du kannst den Code zum Ausmalen erstellen. Und der sieht dann so aus. Hier in diesem Fall mit Zahlen. Und der Schüler müsste jetzt hingehen und die entsprechend richtigen Zahlen anmalen. Und jetzt könntest du ja, wir bleiben mal bei den Matheaufgaben, du könntest ja hingehen und sagen, anhand der analog aufbereiteten Aufgaben muss der Schüler jetzt erst einmal auf die richtigen Zahlen kommen, beispielsweise die Aufgabe 6 und Aufgabe 8 und Aufgabe 5. Das wären die Zahlen, die du später brauchst, um Zugang zum digitalen Inhalt zu bekommen. Das heißt, du legst da unten diesen QR-Code hin, der Schüler malt es an und kommt dann zu dieser Seite. Gleichzeitig könntest du auch sagen, ich möchte gar nicht, dass der Zahlen ausmalen muss. Könntest das auch mit Buchstaben machen. Und du kannst einstellen, ob das eher leicht, mittel oder schwer sein soll. Das eignet sich übrigens auch total gut, wenn du beispielsweise mal so etwas wie einen Edu-Breakout gestalten möchtest, also einen Escape Room im Klassenzimmer mit Bildungsinhalten. Wenn wir uns also nochmal zusammenfassend anschauen, was haben wir heute gemacht? Du bist nach heute in der Lage, deine analogen Materialien, die du sowieso schon hast und die gut sind und die sowieso auch schon kreativ sind, die noch ein bisschen aufzupeppen, die noch ein bisschen mit einem i-Tüpfelchen zu versehen, indem du sie mit digitalen Inhalten verknüpfst, egal welche Art und Weise, indem du entweder den Link kürzt oder QR-Codes benutzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich, wenn wir uns in einer der anderen Folgen noch einmal wiedersehen.